Befinden uns immer noch auf der Nordinsel Neuseelands und nehmen euch mit auf die Reise nach Rotorua, Tauranga, Taupo, Turangi, dann über den Forgotten World Highway nach New Plymouth und zum Mount Egmont. Likey bekommt neue Vorderräder. Das ist doch ein bisschen sicherer, wenn wir dann wieder Gravel Road im Süden fahren. Ich mache eine Rafting-Tour durch den Kaituna River bei den Oka Falls. Mit 7 Meter Höhe der höchste kommerziell nutzbare Wasserfall zum Raften weltweit. Wir machen eine kleine Wanderung an den Hooker Falls, eine der größten und schnellsten Stromschnellen hier in Neuseeland. Wir sind momentan hier, gehen hier einmal rum und diesen Weg wieder zurück. So der Plan. Die Hooker Falls am Waikato River, dem längsten Fluss Neuseelands. Zweihunderttausend Liter Wasser fließen dort jede Sekunde runter. Einklang mit der Natur, ne? Hier kannst du die Vögel hören. Und dann passiert hier gleich was Unvorhergesehenes. Seid mal gespannt. All das kann man hier in Neuseeland machen. Eine der größten Süßwassergarnelenzucht. Die werden wir jetzt besuchen und mal schauen, ob die auch schmecken. Mal gucken, wie das bei Annette wirkt, wenn man sagt, Garnelen. Garnelen. Lecker. Natürlich gibt es hier in der Garnelenzucht auch ein Restaurant. Und da kann man auch natürlich die Garnelen essen. Und das machen wir jetzt. So lächelt die Annette, wenn sie ihres halbes Kilo Brown sieht. Das sind aber schöne große Dinger. Zurück geht's hier durch den Farnwald. Wieder zu den Hooker Wasserfällen. Nachdem wir die schönen, leckeren Browns gegessen haben, ja. Bist du denn auch satt geworden? Ja. Sehr schön. Wir sind am Hot Water Beach. Und Michael hat schon behauptet, oder gesagt, es ist nicht hot. Soll ich sagen, wie warm? Ja. 1, 2, 3 und... Ja. Ganz 18 Grad, würde ich sagen. Ist auch 18 Grad. Okay, super. Dann ist ja richtig hot. Hast du ein Taxi bestellt? Ja. Thank you.
kaputt. Auch die Annette ist todesmutig ins Wasser gegangen. Hot. Die Stelle habe ich noch nicht gefunden. Ist noch nicht hot? Alles herrlich. Das Wasser ist echt herrlich. Wir sind bei den Vairakei Terrassen und Spa. Hier soll ein ganz besonderes Wasser sein. Natürlich ist es warm durch die thermischen Quellen, aber es soll auch ganz besonders sein. Viele Inhaltsstoffe, die gut für die Gesundheit sind. Wie gefällt dir das? 10 Millionen Bilder. Ne? Wie es dir gefällt? Es ist echt toll warm. Am Lake Taupo sind wir. Und heute ein herrlicher Blick über den ganzen See. Januar, heute auf einem Stellplatz in Turangi, einer von unserem Motorclub NZMCA. Mal persönlich finde ich das ja nicht so schön, Janette auch nicht, aber um hier eine Nacht zu stehen und es kostet nur 5 New Zealand Dollar pro Person, da geht das schon. Ein herrlicher Blick über den Taupo-See und die Hochebene. So, how long did you stay from Italy to? Wir fahren auf dem Forgotten Worlds Highway. Wir sind noch einige Kilometer bis zum Busch Campground und haben eine tolle Landschaft. Erzogen, ne? Stehen bleiben. Wenn ein Fahrzeug kommt, super. Angekommen im Tangararo Naturreservat im Busch Camp Ground. Wir sind die einzigen hier. Bushland Campground. Ihr habt gehört, wie es sich richtig ausspricht. Wir sind hier ganz alleine momentan. Da hinten gibt es aber alle Facilities, die man braucht. Ein Grill, ein Feuer, ein Pizzaofen. Eine Dusche, eine Toilette und eine Küche. Die Annette, die wartet jetzt schon geduldig auf mich, dass wir unseren Willkommensdrink trinken können. Das ist der Blick von unserer Terrasse aus.
Herrlich, so habe ich mir das immer vorgestellt. Das hätten wir zwar in Seesen auf unserem Grundstück auch. Aber da hätten wir nicht so einen Farn. Guck da. Aber da hätten wir keinen Farnbaum. Ich zeige euch mal, wie das mit dem Essen hier im Wohnmobil funktioniert. Denn auch hier bereitet die Zauberköchin Annette immer köstliche Mahlzeiten. Wo ist denn mein Drittel hiervon? Gibt es die Reste von gestern, Gemüse und Lammchops. Lammchops, ne? Ja. Vom Angebot. Also das ist nämlich hier wirklich günstig. Also Lamm und Rind gibt es im Angebot oftmals unter den Preisen in Deutschland. Also wir kennen natürlich die Preise in Deutschland momentan nicht, aber wir vermuten, dass die wesentlich höher sind. Also umgerechnet 16 Euro kostet das Kilo Lamm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Preis. Und deswegen essen wir das auch des Öfteren hier. Das ist kein guter Preis. Michael, kannst du ersatzlos streichen? Also, ihr habt gehört, es ist doch kein guter Preis. Also ich finde, das ist ein ganz guter Preis. Ja, und so sieht das jetzt hier in unserem Wohnmobil aus, wenn wir da drinnen wohnen. Alles ist vollgepackt. Wir sind, glaube ich, komplett überladen. Da die Fahrräder hinten sind, kommen jetzt hier immer auch unsere Stühle rein. Aber ich habe mich langsam dran gewöhnt. Es ist ein bisschen kleiner als auf dem Boot. Und man kann sich nicht einfach ins Cockpit setzen, sondern muss jetzt die Stühle rausholen und den Tisch rausholen. Aber wenn das Wetter schön ist, dann ist das alles okay. Eine Wanderung zum Fossil Canyon entlang des Flusses. Da haben wir den Canyon erreicht. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Fossilien von vor über 150 Millionen Jahren finden. Aussiedler in damaligen Jahren gewesen, ich hätte mich hier angesiedelt. Das ist das Paradies. Ich kann mir das vorstellen, da hinten meine... Da unten sind die kleinen Entchen. Genau. Die würden auch nicht so lange hier schwimmen, wenn der Michael hier wohnen würde. Und das ist die Fläche, die er meint. Bitte. Genau, und dann hinten ist die Ziegenherde und die Schafe und riesige Wälder um mich herum. Oh, fantastisch. Ich hätte mich hier angesiedelt. Ich wäre dabei gewesen. Aber ich glaube, zu der Zeit, Michael, standen hier überall noch Bäume. Die hätten wir gefällt. Du bist nicht besser als die anderen.
Okay. So sieht das aus von unserer neuen Terrasse, die wir hier in dem Canyon haben. Ist das nicht wunderbar? Ja? Was für eine schöne Terrasse wir haben hier. Das wäre ein Traum, ne? Die Tiere wären auch schon da, ne? Kühe, Schafe, Enten, alles da. Hübscher kleiner Wasserfall. Und wer sich jemand erfrischen möchte, steht dort auch ein Tässchen. Da ist die Annette gleich ganz frisch wieder. Wolltest du sagen, dass ich nicht ganz frisch bin? Da vorne sind die Wildpferde. Da wird die Annette sich jetzt, glaube ich, eins schnappen und damit dann nach Hause zum Wohnmobil reiten. Sogar noch eine Mutter mit ihrem Fohlen. Kleine Fahrradtour am Pukekura Park mitten in New Plymouth. Und heute ist hier sogar ein Musikfestival. Sitzen wir schön hier an der Gaststätte und ihr glaubt es nicht, also die Neuseeländer sind schon ein bisschen durchgeknallt. Es gibt hier kein Bier, also gar kein Alkohol. Das ist hier eine Top-Location. Und da hinten ist schon wieder das Meer, die Tasmansee. Wir sind beim. Ja, thank you. So was ähnliches wie der Walk-in bei uns. Sind wir heute mit. Mit Jackie und Sally unterwegs. Die wir kennengelernt haben noch vor Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß. Ist mir gerade entfallen. In Auckland. Ja, in Auckland, aber war ja ein bisschen weiter weg als. Ja. Im Pukekura Park erleben wir das Lichter- und Musikfestival. Entlang der Promenade von New Plymouth. Vor uns eine weitere Sehenswürdigkeit in New Plymouth, die Rewa Bridge. Hier über den Fluss, der ins offene Meer fließt. Wir sind hier in einer Altersresidenz. Hier gibt es Freibier von 4 bis 5 und Wein. Und die Begrüßung neuer Mitglieder. Die Annette ist die Glücksfee.
Und die Annette war die Glücksfee. Ah, not here. Vor uns der Mount Egmont. Oder wie die Maori sagen, Taranaki. Da wollen wir hin und dann noch mal eine kleine Wanderung machen. Ich will heute auf dem Phantoms Peak hoch, hier neben dem Mount Egmont auf 1944 Meter. Mal schauen. Es ist 9:30 Uhr morgens. Der Berg ist noch in Wolken, aber ich hoffe, dass das heute noch aufreißt. So fängt das schon an hier. Diese Bäume, das ist doch gigantisch, oder? Absolut der Wahnsinn. Einfach ein toller Wald. Aber es ist alles hier so super organisiert. Deswegen gibt es hier natürlich auch Treppenstufen hier hoch. Die Sonne ist rausgekommen. Wahnsinn. Ich hoffe, das kommt auf den Bildern und Videos auch so rüber, wie es ist. Und da zeigt sich das erste Mal mein Ziel. Da oben hoch möchte ich. Oh, sieht auch so aus, als ob die Wolken aufsteigen. Vielleicht habe ich heute einen guten Blick. Wir ziehen da unten schon die Wolken zu. Wir hoffen, dass sie da unten bleiben. Jetzt haben die Wolken mich eingeholt. Ich bin so auf 1600 Meter und wenn man sich das hier mal so anguckt, das ist so typisch Neuseeland. Das ist ein Wanderweg und da muss natürlich auch komplett ausgebaut sein. Da gibt es hier niegelnagel neue Treppen und man kann jetzt nicht sagen, dass hier viel los ist. Ich habe bis jetzt 2 Leute getroffen und dafür hier so einen riesen Aufwand treiben. Und das zieht sich bis ganz oben hoch. Ja. Ist leider total zugezogen, auch kalt geworden, der Nebel schlägt sich nieder und auch die Treppen sind weg. Also jetzt geht es hier richtig steil bergauf. Ach, wäre das schön, wenn die Sonne scheinen würde. Ja, leider hat es angefangen zu regnen. Und dann ist hier so ein fieses Geröllfeld. Da macht man ein vor, zwei zurück. Total diesig. Ja, ich bin schon überlegen, ob ich umdrehe. Ein bisschen schaue ich noch. Da oben soll es noch so eine Kuppe geben. Mal gucken, bis dahin gehe ich noch. Ich bin oben, 1913 Meter. Nur leider könnte das Wetter ein bisschen besser sein. Man sieht gar nichts. Also, naja, jetzt werde ich meine Brotzeit zu mir nehmen. Hier oben gibt es auch eine Hütte. Da kann man sogar schlafen. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Schlafsack dabei. Ich bin auf einem Loop Trail, das heißt einen Rundwanderweg. Michael hat sich heute entschieden, auf den Berg zu steigen und er ist ja bekanntermaßen eher die Gams, als ich es bin. Bei mir geht es auch rauf und runter und bisher waren allerdings die Wege richtig gut zu sehen und auch zum Teil befestigt. Und jetzt weiß man noch nicht so genau, wo es lang geht, ne? Aber Wikilox wird mich bestimmt gut führen. Also,
Wäre schön, wenn der Wettergott auch ein Einsehen hätte und aufhört zu regnen. Die Luftfeuchtigkeit ist auch so hoch genug. Aber alles wird gut. Ja, super. Kleiner Wasserfall. Nur noch 100 Meter höher und ich glaube, ich wäre in der Sonne. Aber hier sieht man nichts. Das ist eigentlich jetzt der Blick nach New Plymouth. Ja. Schade. Aber die ich da in der Hütte getroffen habe, die hat mir versprochen, die schickt mir morgen früh ein Foto, wenn hier ein super Sonnenaufgang ist. Na, da sind wir mal gespannt. Ich werde das dann euch natürlich auch zeigen. Da bin ich wieder bei den Treppen angelangt. Jetzt ist man nach diesem Geröllfeld doch froh, dass man runter zu hier die Treppen gehen kann. Also danke, neuseeländische Alpenkooperative, dass ihr hier diese Treppen baut. Ja, leider sind jetzt hier diese Treppenstufen dazu da, das Wasser zu stauen. Und dann ist das jetzt hier so ein kleiner Wasserfall den Weg runter. Ein Spaß, ich bin pitschnass. Andern Tag hat mir Eva die Bilder geschickt, wie es morgens auf dem Phantom Peak aussah.